Schwarze Walnüsse? Diese Tipps helfen gegen Walnussfruchtfliegen. Jetzt im Herbst steht wieder die Ernte der Walnüsse an. Es gibt Jahre, in denen man sich vor lauter Nüssen nicht retten kann. Oder statt einer reichen Ernte kommt es zu großen Ausfällen. Die Walnüsse sind schwarz und ungenießbar. Grund hierfür kann der immer häufiger auftretende Befall mit der Walnussfruchtfliege sein. Erfahren Sie hier im Video, welche Maßnahmen Sie ergreifen können, um sich im Herbst auf eine gute Nussernte zu freuen. Schwarze Walnüsse, ein Zeichen für Befall. Vor allem die echte Walnuss, seltener Pfirsichbäume, sind vom Befall der Walnussfruchtfliege betroffen. Dabei ist die Schadwirkung des Insekts beachtlich. Ist ein Walnussbaum befallen, ist oft bis zu 3/4 der gesamten Ernte betroffen. Charakteristisch ist, dass die fleischige Hülle der Walnüsse schwarz, faulig und matschig wird. Darunter fressen hellgelbe bis weißliche Maden. Deren Fraßschäden sind dabei für die Schwarzfärbung der inneren Fruchtschale verantwortlich. Leider ist dies nicht nur ein optisches Problem. Häufig wird auch der Nusskern der Früchte mangels äußeren Schutzes dadurch ungenießbar. Achtung, Verwechslungsgefahr! Nicht immer ist die Walnussfruchtfliege der Grund für schwarze Walnüsse. Der Befall kann schnell auch mit den Schäden durch eine Pilz- oder Bakterieninfektion verwechselt werden. Zu den wichtigsten Krankheitserregern an Walnussbäumen zählen das Bakterium Pseudomonas juglandis und der Pilz Masonina juglandis. Lebenszyklus der Walnussfruchtfliege. Das Insekt ist lediglich 5 bis 8 mm groß, besitzt schwarz gestreifte Flügel, ist braun gefärbt mit einem gelben Fleck auf dem Rücken. Im Sommer legt das Weibchen bis zu 15 Eier in die grüne Schale der unreifen Walnuss. Dabei kann der Schädling insgesamt rund 400 Eier legen und zahlreiche Nüsse mit Gelegen schädigen. Nach wenigen Tagen unter der Schale schlüpfen die Larven der Walnussfruchtfliege und fressen sich für ein paar Wochen in der Fruchtschale der Nuss satt. Die ausgewachsenen Maden lassen sich anschließend zu Boden fallen und vergraben sich dort einige Zentimeter im Erdreich. Zum Überwintern verpuppt sich der Schädling. Die Fliegen schlüpfen normalerweise von Juli bis September im nächsten Sommer. Einige verpuppte Walnussfruchtfliegen verbleiben allerdings für mehrere Jahre im Boden. Den Schädling effektiv bekämpfen. Sind die Nüsse bereits befallen, kann der folgende Schaden nicht mehr abgewandt werden. Allerdings kann es dem Schädling im Folgejahr umso schwerer gemacht werden. Als vorbeugende Maßnahme bewährt es sich, Kirschmadenfallen von Ende Juni bis Ende Juli an die Nussbäume zu hängen. Diese locken die Fliegen an und verhindern eine Eiablage an den Nüssen. Ebenfalls kann der Boden mit einem engmaschigen Netz ab Ende Juni abgedeckt werden. Damit wird bereits das Ausfliegen der jungen Fliegen verhindert. Auch im Herbst sollte das Netz am Boden belassen werden, damit die Larven nicht auf den Boden fallen und sich dort eingraben können. Falls Sie Hühner haben, sollten Sie diese im Frühling, Frühsommer und im Herbst unter den Walnussbäumen scharren lassen. Denn Hühner fressen die Puppen im Boden. Außerdem ist es wichtig, dass die Walnussbäume immer komplett abgeerntet und die am Boden liegenden Nüsse regelmäßig aufgesammelt und vernichtet werden. Die von der Walnussfruchtfliege befallenen Früchte gehören nicht auf den Kompost oder Biomüll, sondern in den Restmüll.